damit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Androiden-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberLife um einen Kommentar. Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. 2-7. Ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht. So, was macht Marcus? Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Mister, haben Sie etwas Kleingeld? Sehe ich so aus, als hätte ich Geld? Das da suchte, okay. Anscheinend hat sie das. Ja. Ich weiß, echt verrückt, oder? Ja, ja, klar, wir reden später. Na, dann ist es das wohl da hinten, ne? Zu findende Symbole. Okay. Was ist das denn? Nee, ich will nicht lesen. Das sieht aus wie ein Tiger. Ich sehe keinen Tiger. Mal gucken, was passiert, wenn ich rausgehe. Anscheinend nicht, dass ich gehe. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe es schon. Da ist es. Zu finden ist Symbole 2. Stopp, da war was. Mhm.
weiß es. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist von oben aufgenommen. Gerade einfach, wenn ich das immer so sagen darf. Finde das Graffiti. Also war der Weg falsch. Gut. Da hinten. Ist eins. Und wo ist das andere? Da oben. Ein Zaun mit Roboter. Ist es ja. Ich sehe schon. Nummer 1. Wo ist dieses? Da. Und das dritte? Das ist ja richtig gut versteckt. Hey, leck mich am Arsch. Scheiße, Alter. Also ich seh's noch nicht. Finde einen Weg, um auf das Dach zu gelangen. Ich muss da hoch, verdammt. Nur wie? Ah. Ja dann? Ich wusste es. Sind das wahrscheinlich Hase?
Boah, Alter! Willst du mich verarschen? Das packe ich doch nie im Leben. Oh, Gott sei Dank muss ich nicht drücken. Wahnsinn. So, folge den Weg nach Jericho. Graffiti-Musik gucken. Naja, das war dieses komische Sparkle-Dingsbums da. Herunterspringen. Ja, da ist es doch schon. So, da hätte man hier schon mal das erste, das ist ganz deutlich sichtbar. Wo sind da mal eins, zwei und wo ist das dritte? Ist richtig deutlich sichtbar. Nur gibt es ein kleines Problem. Hier ist kein drittes. Doch, da. Hier aus. Ausführen. Dann zeig mal, was du kannst, Bubi. Na, du bist voll drauf, Alter. Boah, Jungs, ich muss mal kurz der Rollade runter machen. Ich bin gleich da, weil ich das blendet unheimlich. Ja, bumm, bin wieder durch. So, also. Das ist dieses Ding da hinten, okay? Dreh dich rum und da müsste es dann sein. Symbol.
will er, ey. Mich verarschen. Das ist direkt hinter dem Ding. Das müsste das Ding da sein. Entfernen. Der sich jetzt nicht um den Lungen dreht. Das ist doch das Ding. Da brauche ich irgendwas Kleines mit Jericho. Aha. Warte mal. Wollen wir da lang gehen? Aber ich zurücklaufen wäre ja Schwachsinn, ne? Ich weiß, was er vorhat. Was ist denn jetzt kaputt? Boah, Alter, das ist ja dunkel, ich sehe gar nichts. Sorry Jungs, aber ich erkenne nichts.
Das ist doch schon mal besser. Durch. Wo konnte es sein, dass der Bodenplatten fehlen oder irgend so? Moment, was ist das? Android auf der Flucht. Ich weiß noch nicht genau, was ich suche, aber... sehen, Junge. So geht ihr dann nicht durch, bin ich so. Ist auf dem Schiff ist irgendjemand. So viel steht immer definitiv fest. Lass mich raten, das ist Jericho. Willkommen in Jericho. Jo, geil. Richtig nice. Auf dem Weg nach Jericho. Ich bin gespannt, was da dann in dem Ding weitergeht. Ich wollte jetzt bloß noch mal kurz was gucken. Ja, siehst du, der hat jetzt 82% mit dem Ding. Also, ich denke, wir gehen langsam Richtung Ding, Richtung Schluss. Also, ich bin gespannt, was das kommt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das ein Platz für Androiden ist, die gequält, misshandelt und was weiß ich was worden sind und die ausgebrochen sind, so wie der Markus, die Kara oder... anderer Androiden. Ich bin trotzdem gespannt, was weiter abgeht. Ich weiß noch nicht genau, was man da drin macht.
Fakt ist, es wird richtig, richtig nice hier, das Spiel. Also es wird immer spannender. Und die zwei haben wir echt nicht zu viel versprochen. Also das Spiel ist wirklich richtig gut. Also ich kann es gar nicht erwarten, wie es weitergeht. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann macht doch einfach mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Das nächste Video kommt bald. Für heute muss ich mich leider verabschieden von euch. Und hier sage ich dann tschö mit Ö, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.